Endlich ist es soweit. EA enthüllt das Thema des neuen Gameplay Packs, bei dem das Icon ja schon vor einiger Zeit geleakt wurde. Und es gab so viele Spekulationen, teils sehr naheliegend, teils so absurd, dass es schon wieder Sinn ergeben hat. Aber jetzt haben alle Spekulationen ein Ende, denn es wurde offiziell enthüllt und ich sehe es hier unten schon und ich bin schon sowas von hyped. Ich kann es gerade gar noch nicht so richtig glauben. Wenn ich jetzt hier Start drücke, dann werde ich wahrscheinlich ausflippen. Jetzt werde ich aber erstmal mit euch gemeinsam diesen Trailer ansehen und dabei hoffentlich nicht loshyperventilieren. Ich werde mein Bestes geben. Also damit, Film ab. Oh, shoot. Oh mein Gott, das ist gerade, als würde ich mir einen Fanmade-Trailer anschauen. Oh Gott, ich komme gerade in meinem Kopf nicht drauf klar. Wie kann das kombiniert werden? Wie passt das zusammen? Passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Oh mein Gott! Oh mein Gott, 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 ich will meinen eigenen Erzfutter haben! Okay, ich brauche das in meinem Leben. Ich wusste bisher nicht, dass ich das in meinem Leben brauche, aber ich brauche das in meinem Leben. Ich will jetzt ein bisschen hier Laserschwert-Action sehen, also. Ich brauche jetzt noch so eine Epic-Battle-Scene obendrauf. Dankeschön, genau das brauche ich jetzt. Ich fände es ja mega, wenn das dann wirklich so eine Fähigkeit wäre. Wie cool das einfach mal. Wie cool das einfach mal ist. Aber wenn ich das hier gerade schon in diesem Alltagssetting sehe und die diese ganzen Möbel von diesem Pack reingepackt haben, war so mein erster Gedanke, wie ist das jetzt eigentlich mit so einem normalen Gameplay kompatibel, wenn man jetzt so eine stinknormale Familie spielen würde und dann würde die nach Batu reisen und dann würden die da alle in diesen Star Wars Outfits rumlaufen und hätten Laserschwerter dabei und man läuft da so durch mit seinem Standard-Sim aus der Legacy Challenge und ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das im Kopf zusammensetzen soll, aber das ist bei diesen Gameplay-Packs ja immer so ein bisschen der Fall gewesen. Also Strangerville ist jetzt auch nicht unbedingt so alltagskompatibel, die reine Storyline her, die Bauobjekte und so weiter kann man ja auch ganz normal im Alltags-Gameplay verwenden. Aber das reine Story-Kernelement, das diese Gameplay-Packs ja haben, ist jetzt nicht unbedingt immer mit so Standard-Gameplay zu vereinbaren. Viele haben sich ja Farmleben gewünscht, hätte ich auch echt geil gefunden. Aber ich bin gerade so hyped wegen diesem Thema. Der Hype ist stark in mir. Und ich muss mir das jetzt nochmal ansehen. So eine genaue Trailer-Analyse machen. Okay, diese Welt ist mega. Ich finde auch diese Fluggeräte mega gemacht. Wir haben auf jeden Fall auch Jedi-Skills, sehen wir hier schon. So, ja, hier haben wir eine Anlehnung an Rey. Das ist alles an die letzte Trilogie jetzt angelehnt. Natürlich ist ja auch das Neueste. Okay, die Kylo Ren-Maske ist cool. Wenn es nicht da so einen richtig geilen Darth Vader-Helm drin gibt, dann werde ich aber rabiat werden, denn das brauche ich. Ich glaube, ich weiß schon, was ich Simlunaria im Chaos-Let's Play als nächstes besorgen wird. Oh mein Gott, ich werde einfach mal zum Sith-Lord aufsteigen. Dann bin ich ein Vampir-Sith-Lord. Katzenlady, Tüten, Imperiumsmeister. Dann kann ich wirklich das Imperium gründen. Oh mein Gott. Ja, dass sie das Laserschwert hier im Alltag hat, ist ja schon so ein ganz, ganz kleines bisschen weird gewesen. Aber das ist einfach so der Einstieg. Sie reist dann in diese Welt. Und da laufen einfach mal diese ganzen coolen... Ich muss mir das nochmal... Da ist nochmal ein kleines Stück zurück. Da laufen einfach diese ganzen coolen Außerirdischen rum. Die sind mega gemacht. Hier, der hier. Ich zeige mit der Hand drauf. Ihr seht so natürlich genau, was ich meine. Der hier. Der ist richtig cool gemacht. Und... Oh mein Gott, hier ist BB-8. Ich habe es viel zu spät gesehen, aber mein wahres Highlight ist so ein R2-D2. BB-8, du bist zwar süß, aber du kannst R2-D2 niemals das Wasser reichen. Niemals, nicht in einer Million Milliarde Jahren. Und dann hatten wir hier auch noch das lustige Ding hier. Ich kann mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen, was in Sims dann der Sinn davon sein wird. Ach Gott, das ist so lustig. Also die Optik ist schon mal mega. Und ich muss sagen, es wurde da so viel Detail reingesteckt. Also wenn
die Stormtrooper. Dann auch noch so richtig beschissen zielen. Dann ist es perfekt. Ich finde es ja auch lustig, dass die hier da drin wirklich Blaster haben, weil Sims und Waffen, also vom reinen Gameplay her, ging ja bisher nie so ganz konform. Da wurde ja immer sehr auf die Familienfreundlichkeit geachtet. Und hier in diesem Fantasy-Setting, da werden auch scheinbar erstmals Waffen eingeführt, eben durch die Lichtschwerter, durch die Blaster. Ich meine, ich weiß noch nicht, wie das Ganze dann wirklich aufgebaut sein wird. Ob es da auch wirklich diesen Konflikt gibt, wie in den Filmen, oder ob das dann hauptsächlich Kostümierungen sind. Ich weiß noch nicht, wie detailgetreu das Ganze dann sein wird, aber ich fände es auf jeden Fall mega, wenn es da auch so richtige Kämpfe und Konflikte gäbe. Wahrscheinlich verspreche ich mir und erhoffe ich mir und erwarte ich mir schon wieder zu viel, aber ich finde es halt einfach mega. Sowas gab es halt wirklich noch nie. Die Ankündigung zum Anfang des Jahres hat gestimmt. Das Thema des Gameplay Packs, das gab es wirklich noch nie. Es gab zwar Zukunft in Sims 3, Into the Future, war alles recht und schön, aber kann man halt auch nicht vergleichen mit dem hier. Es gab ja schon sehr viele Star Wars Objekte in Sims 4, in den Kostümen und in der Deko. Da gab es ja diese Baby-Yoda-Figur. Baby-Yoda steht übrigens sogar vor meiner Tür im Chaos Let's Play. Und jetzt dann auch noch so ein ganzes thematisches Gameplay-Pack dazu zu machen, finde ich ja super cool. Und ich glaube, da gibt es auch eine coole Story zu erforschen. Oder zumindest hoffe ich das. Wir werden die auf jeden Fall spielen auf meinem Kanal. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Gameplay-Pack spiele, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Denn das lasse ich mir nicht entgehen. Ich bestelle das vor, sobald es geht. Nehmt mein Geld, macht mich pleite. Ich brauche epic Lichtschwertkämpfe in Sims 4. Endlich mal Waffen, ohne dass ich immer den Extreme Violence Mod auspacken muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Mod-Creator dann auf jeden Fall schon coole neue Grundlagen für künftige Mods bekommen durch diese Kampfanimationen, die es jetzt auch vom Spiel ausgeben wird. Oh, ich muss die Objekte nochmal genau stalken hier. Also, wir haben hier auf jeden Fall sehr schöne, maurige Wände und Böden. Ich meine, ansonsten, ja, die Baukaufobjekte hauen mich jetzt hier nicht vom Hocker. Okay, und jetzt kommt natürlich noch der Part, wo wir schauen, wie denn so die Community das neue Pack findet. Also, wir gehen hier mal aus dem Vollbildmodus raus und schauen uns mal die Like-Dislike-Ratio an. Und die ist in diesem Fall sehr eindeutig. Wir haben ein Verhältnis von 16.900 Likes zu 27.300 Dislikes. Warum hassen die Leute alles, was ich liebe? Wir schauen einfach mal in die Kommentare. Wow. Okay. Bellaboo 2003 schreibt, dass er oder sie lieber ein Geh zum Zahnarzt für eine Wurzelbehandlung in einer Pandemie-Themenpack kaufen würde, als das hier. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Als eine Person, die heute erst beim Zahnarzt war, kann ich sagen, ich würde gar nichts mit Zahnarztthema kaufen. Ich weiß, also ich kann verstehen, warum viele mit diesem Thema nichts anfangen können. Das ist schon sehr specific. Wenn man jetzt mit dieser Filmreihe oder mit Science Fiction generell nicht so viel anfangen kann, dann wird man sich das auch nicht kaufen, außer man ist jetzt wirklich ein Hardcore-Fan von Sims und sagt, ich will jedes Pack, damit meine Sammlung komplett ist. Oder eben, man ist ein Fan, so wie ich es bin, dann freut man sich natürlich. Aber als jemand, der damit absolut nichts anfangen kann, ist man natürlich enttäuscht. Wobei ich auch immer finde, dass man dem Pack trotzdem eine Chance geben kann, weil wenn die Story geil ist oder man zumindest ein paar coole Objekte drin hat, dann ist es ja auch nicht schlecht. Und deshalb werde ich auf jeden Fall, wenn das Pack rauskommt, auch nochmal so eine kleine Pack-Review für euch machen, wo ich euch alle neuen Objekte und dergleichen und das Gameplay und alles mal schnell vorstelle, damit ihr, wenn ihr noch unschlüssig seid, euch auch leichter bei der Kaufentscheidung tut. Ah, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr hyped. Ich weiß nicht, ob ich mich zu sehr freue und dann enttäuscht werde. Kann natürlich auch sein. Ist ja immer blöd, wenn man sich zu sehr freut am Anfang schon.
Aber ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass so ein Pack kommt. Ich war jetzt mal ein ganz schlaues Persönchen und habe auf den Link für weiterführende Informationen geklickt, dein Hirn du benutzen musst. Und da habe ich mehr Informationen gefunden. Sehr überraschenderweise. Und da sehen wir auch, wir erzählen wirklich eine Star Wars Story. Denn wir haben hier der Widerstand, die Erste Ordnung und die Schurken kämpfen um die Vorherrschaft auf Batu. Und durch die Aktionen deines Sims wird bestimmt, wer dabei erfolgreich sein wird. Wenn Sims Herausforderungen und besondere Missionen abschließen, verschieben sie das Machtverhältnis. Durch deinen Einfluss veränderst du nicht nur die Welt, sondern schaltest auch Belohnungen wie den Zugriff auf den Sternenjäger, neue Outfits und bedeutende Missionen auf Batu frei. Und wer weiß, vielleicht findest du auf Batu ja sogar die große Liebe. Ja gut, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber, oh mein Gott, ist das cool. Wir haben hier wirklich den Widerstand. Die Erste Ordnung. Und wir können hier wirklich die Machtverhältnisse verschieben mit geilen, obergeilen Battles. Und das heißt, Simluna. Vielleicht werde ich wirklich Simlunaria die Story spielen lassen. Oder ich erstelle einen neuen Sim. Eine Alternativversion in einem Paralleluniversum von meinem Sims. Oder auch nicht. Das endet nur wieder darin, dass ich alle abmurkse. Was vielleicht auch gut ist. Ich meine, natürlich sind wir da böse. Oh, verbünde dich mit legendären Charakteren, die Anführer der Fraktionen. Die Möglichkeiten verändern sich abhängig von den Aktionen deines Sims. Wirst du Kylo Ren dabei unterstützen, die Basis des Widerstands auszuspielen? Oder wirst du dich Rey und Vimoradi im Kampf gegen die Erste Ordnung anschließen? Oh mein Gott. Und wir haben natürlich ein eigenes Lichtschwert. Erkunde Batu, um Kyberkristalle und Griffe für das begehrteste Star Wars Artefakt, das Lichtschwert, zu erhalten. Oh mein Gott, wir müssen die selbst sammeln. Ich liebe das so. Sammle die einzelnen Bestandteile, um eine Klinge nach deiner Vorstellung herzustellen. Give me purple or red and please now. Lade dann andere Sims zu Lichtschwert-Herausforderungen ein oder besuche das Droid-Depot, um dir einen eigenen Druiden zu kaufen. Gib mir eine R2-Einheit, der dich bei deinen Abenteuern unterstützt und vielleicht ab und zu ein paar Sims einen Elektroschock verpasst. Das ist mein Druide. Du kannst deinen Druidenfreund sogar mit nach Hause nehmen. Dann hast du immer eine Partybegleitung. Ja, ich kann ihn als Getränkekühler benutzen. Diese Gameplay-Packs, die stehen und fallen mit der Story. Und wenn die nur halb so gut umgesetzt ist, wie sie mir hier verkauft wird, dann kann das nur ein genialstes Spiel werden. Und ja, ich hoffe jetzt, hoffe, dass EA das nicht vermurkst, dass das ein geiles Ding wird. Und ich bin einfach schon sowas von vorfreudig, da rein zu starten. Ich sehe schon, die Uni wird schleifen, alles wird schleifen. Ich werde nur noch hier vor Sims sitzen und alle mit meinen Lichtschwerten niedermetzeln. Was natürlich nicht gehen wird, weil Sims ist familienfreundlich. Aber man darf ja wohl noch träumen, oder? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Jeder Daumen nach oben ist auf diesem Kanal ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Ist es nicht wundervoll? Und zu diesem Video thematisch passend ist ein Daumen nach oben auch ein Daumen nach oben für R2D2, die beste Tasse der Welt. Ich muss echt aufhören, auf meinem Kanal irgendwelches Geschirr zu personifizieren. Sonst sitze ich in 5 Jahren hier mit meinem Pfannenwender und meinem Kochlöffel. Ich wünsche eine schöne Zeit, bis wir uns irgendwann mal wiedersehen. Und verbleibe mit einem Möge die Macht mit euch sein.